Hallo, einen schönen guten Abend, werte Bürgerinnen und Bürger. Wir Freien Thüringer verschwenden unsere Energie nicht, indem wir gegen etwas kämpfen. Wir wollen euch auf dem schönen Fischmarkt sagen, für was es sich lohnt, auf die Straße zu gehen. Und da können alle mithelfen. Für den Frieden! Auf die Straße! Für die Freiheit! Auf die Straße! Für die Souveränität! Auf die Straße! Für unsere Kinder! Auf die Straße! Für die freie Selbstbestimmung! Auf die Straße! Für unsere Landwirte! Auf die Straße! Für ein gültiges Völkerrecht! Auf die Straße! Für die freie Impfentscheidung! Auf die Straße! Für Umweltschutz statt Klimawahn! Auf die Straße! Für bezahlbare Verbraucherpreise! Auf die Straße! Und wer ähnlich denkt, sollte sich jeden Montag 19 Uhr am Lutherdenkmal einfinden und mit uns gemeinsam die Grundrechte wieder zurückzuerkämpfen. Ich danke euch. Wir haben uns mal noch ein paar Gedanken gemacht. Es ist ja nicht nur, dass man dem System die Energie entziehen muss. Es gibt viele Sachen, die dabei auch noch eine Rolle spielen. Wir Freien Thüringer zum Beispiel wollen nicht die Wahrheit verkünden oder jemanden eine Meinung aufdoktrieren. Die Wahrheit muss jeder selber finden, weil sie abhängig ist vom Wissen, was ich habe. Wir regen zum Nachdenken an. Deshalb laufen wir jeden Montag. Und das kann man zum Beispiel durch Fragestellung machen. Viele von euch wissen vielleicht, wer fragt, der führt, habe ich mal gelernt. Das war in der Wendezeit, aber ich habe mir das gemerkt. Die Wahrheit muss jeder selbst finden, ich muss es nochmal sagen. Und ich formuliere mal, damit ihr wisst, was wir meinen gemeinsam. 5 Fragen, die man sich vielleicht mal, wenn man Muse hat oder vielleicht heute schon, mal zu Gemüte führen kann. Ist der Staat überhaupt an der Gesundheit der Bürger interessiert, zum Beispiel? Ihr beantwortet es richtig, aber jeder sollte sich das selber beantworten. Ich habe dazu, und jeder von euch bestimmt, der hier ist, schon 8 oder 10 Jahre dafür gebraucht, um in die Tiefe zu gehen und das positiv für sich zu beantworten. Eine ähnlich gelagerte Frage: Was haben ständige Angst und Stress für Auswirkungen auf die Gesundheit? Den Angst und den Stress, den man uns seit 3 Jahren ständig jeden Tag vorführt. Die Fragen werden etwas diffiziler. Die 3. Frage: Wieso erkranken und sterben mehr Menschen an den Nebenwirkungen der Impfung, als an Corona gestorben sind? Euch diese Frage mal rein. Ich glaube, dann braucht keiner mehr eine Boosterimpfung. Die 4. Frage, ähnlich gelagert: Wieso führen die USA seit 100 Jahren Kriege, ohne dass ein europäischer Staat Sanktionen verhängt? Aber Russland, die jetzt den 2. oder 3. Krieg führen, ist auch ein Angriffskrieg, das wissen wir. Aber da schlägt plötzlich die ganze Europa zu mit Sanktionen. Und wir, die wir hier auf dem Platz stehen, sind die Leidtragenden für diese sinnlose Politik. Hallo. Die 5. Frage ist vielleicht die brisanteste. Manche werden vielleicht sagen, da fange ich mit der 6. an, da komme ich vielleicht schneller zum Ziel. Wieso darf diese Regierung
ein Infektionsschutzgesetz verabschieden, was die Grundrechte aushebelt unseres Grundgesetzes. Obwohl seit 1956 alle Wahlen ungültig sind, laut dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 25.07.2012. Jeder kann es nachlesen. Antworten führen immer in die Selbstbestimmung und in letzter Instanz in die Souveränität. Ich muss aber jedem dazu sagen, der Weg ist lang und beschwerlich. Aber wir hoffen, dass es immer mehr bei dieser Situation einsehen und sagen, das tue ich mir einfach an, das ziehe ich mir rein, ich will souverän werden. Ich danke euch.